Ganz herzlich willkommen, liebe YouTuber, lieber Fanclub. Es macht immer total Spaß mit euch und jeden Samstag, wenn ein Video rauskommt, lese ich immer, gucke ich immer dann ganz neugierig in die Kommentare und ich lese ja auch alle Kommentare und es macht also echt so viel Spaß, dass ich mir tatsächlich, und es ist jetzt keine Öffnungszeit im Laden, dass ich mir jede Woche ein neues Video ausdenke und das sehr, sehr gerne euch zeigt. Es ist echt Wahnsinn, dass es mittlerweile, dass ihr schon über 16.000 seid. Das ist echt Bombe. Und deswegen gibt es heute viel gewünscht. Einmal in Entstehung ein Herbstkranz-Video. Aber zuvor ein kleiner Rückblick nochmal auf das letzte Video. Da habe ich gezeigt eine Hortensie, eine wunderschöne weiße Hortensie in einem Olivenring gebunden. Ja, das ist eine Efeu-Ring-Basis, aber da mache ich den Videolink nochmal oben rein. Und da habe ich auch dazu gesagt, auch mit weißen Nelken habe ich gezeigt, dass man weiße Nelken ganz toll als Ersatz nehmen kann. Und ich hatte im Video, hatte ich die nicht griffbereit, aber man kann auch die Hortensie mit Nelken ersetzen. Und was ich natürlich nicht zur Hand hatte, was traumhaft schön ist in diesem Rosé mit dem Bordeaux, also ja eigentlich Bordeaux-pinkfarbenen Rand, sind diese tollen Nelken, mit denen man natürlich auch ganz einfach eine Hortensie, ja, oder ich sage jetzt mal diesen gezackten Charakter der Hortensie nachbilden kann. Und ich habe dann im Video 10 weiße Nelken genommen. Und hier könnte man genauso jetzt auch 10 von diesen tollen, wunderschön, in diesen tollen Farben von diesen Nelken nehmen und könnte diese Kugel auch in Farbe nachbilden. Und es gibt noch viel, ach, es gibt so viele tolle Nelkenfarben. Die gibt es auch in Lila und gibt es auch mit so einer rosa Mitte und außen Lila. Ach, was ich, es ist so eine Vielfalt. Ich glaube, diese Sorten gab es früher nicht, weil früher hat jeder immer über weiße und rote Nelken gesprochen. Und da die jetzt so toll sind, die Nelken doch, auch für Hochzeiten, das ist der Hammer, wie viele Nelken wir verarbeiten. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um den Herbstkranz. Und ich habe hier schon mal so ein paar schöne Musterexemplare, haben wir schon gemacht. Sie sind jetzt auch auf Bestellung. Also der hier ist tatsächlich auch schon verkauft. Ist mit Früchten, ist mit diesem schönen grünen Fuchsschwänzchen. Das sind getrocknete Mohnkapseln. Ja, und dieses Gras, das hier, das ist ein Schwänzchengras. Ja, das ist auch tatsächlich schon getrocknet. Und das ist dann auch immer schön begrünt, was man auch ganz toll nachbestücken kann mit einer frischen Efeu-Ranke. Da braucht man wirklich diese dicken, grünen, festen Ranken mit den dunkelgrünen Blättern, also die reifen Ranken. Und das ist jetzt im Herbst auch Gott sei Dank nicht so ein Problem, die zu finden, weil im Frühjahr ist es nämlich eine kleine Katastrophe. Und da wollte ich auch nochmal sagen zum Thema Reif und Materialien, weil ich lese ja auch viel in euren Kommentaren. Ihr schreibt dann zu den Grasarbeiten, haben ganz viele geschrieben, das wäre toll an Ostern. Das ist eine ganz tolle Idee, aber an Ostern gibt es noch nicht so schönes Gras. Und deswegen sind die ganzen Gras-Videos, ja, da mache ich auch noch mal ein paar Videolinks rein, die sind wirklich was für den Sommer, weil nur im Sommer gibt es dieses dicke, tolle, breite Gras. Und im Frühjahr ist es leider, ja, bekommt man das noch nicht. Hier sieht man auch, wie wir das eben schön mit den Efeu-Ranken ausgegrünt haben. Ist auch ähnlich, nur haben wir hier das farbige Sedum reingemacht. Ja, und das ist also jetzt so ein schöner, herbstlicher, gewickelter Kranz. Der hält auch total lang und entweder man hängt ihn an die Haustüre mit dem Band oder man macht ihn einfach auf den Tisch mit einer richtig schönen, dicken Kerze. Die würde ich allerdings im Glas reinstellen und wenn man dann mal aus dem Raum läuft, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann ist sie auf jeden Fall total ungefährlich, dass diese Kerze nur im Glas brennt. Aber ich persönlich bin ein Fan von Kranz auf dem Tisch, weil dann ganz einfach, dann sehe ich ihn länger. Ja, und dann haben ein paar von euch auch geschrieben, ich soll doch mal bitte einen Kranz machen mit Erika. Hier ist zum Beispiel schon ein sehr schönes Kränzchen mit Erika. Kleiner Hinweis auch, also wir versenden auch Kränze und das ist jetzt dieser Herbstkranz hier, der ist jetzt zum Beispiel, kostet 38 Euro, wenn es jemand wissen will, plus Porto. Also wenn ihr so ein Kränzchen wollt, der ist auch mit diesem schönen Callocephalus, ja, dieser Stacheldraht, Erika mit Lila Sedum und mit diesen tollen Paprikafrüchten, ja, ist der gemacht. Also ab und zu versenden wir auch, aber ansonsten alle anderen
gehen auch auf Jagd nach diesen Materialien, haben große Gärten und machen die auch selber. Und ich wollte heute nochmal andere Materialien nehmen. Erika fand ich eine super Idee. Erika habe ich gleich aufgenommen. Ich habe ganz tollen wilden Wein bekommen im Großmarkt. Der ist wunderschön. Ach, ich hole einfach mal eine Handvoll raus. Einzeln geht der eh nicht raus. Das ist also wilder Wein. Der wächst wirklich zwischen dem Weinlaub, auch an den Mauern oft. Und der ist auch wunderschön im Kranz. Und was ich natürlich ganz toll fand, sind diese schönen Paprikafrüchte. Und dann brauchen wir so, und dann brauchen wir für so einen Kranz natürlich Moos. Ohne Moos ist nichts los. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Dann brauchen wir natürlich einen schönen einen Draht. Das ist ein grüner Myrtendraht. So. Und ich bin persönlich auch ein Fan davon, wirklich viel Moos in so einen Kranz zu binden, ja, zu wickeln. Und um den Anfang zu machen, nehme ich meinen Myrtendraht. Also ein grüner Myrtendraht. Das mache ich euch nochmal. Den Artikel mache ich euch nochmal rein in die mache ich einen Link rein mit dem Foto. So, und wenn man da mal anfängt, genau, eigentlich muss man erstmal schneiden. Das ist mal Schritt 1. Dann nimmt man diese schöne Erika. So, hier sieht man es leider nur noch der Wurzelballen. Entweder man hat einen Garten, pflanzt die raus, die treibt im nächsten Jahr natürlich schön, schön wieder aus. Oder man wirft einfach den Wurzelballen weg. Manche sagen, ach, sehr schade. Ja, natürlich, aber gewisse Materialien brauche ich einfach für bestimmte Arbeiten. Und wir haben einige Pflanzen, die wir abschneiden. Und da zeige ich auch im nächsten Video nochmal was, weil wir haben sehr, sehr viele Arbeiten, Hochzeiten, und da nehmen wir auch sehr gern Pflanzen und schneiden die ab, wenn wir die Materialien brauchen. Vorteil dessen, wenn man es frisch abschneidet und nicht abgeschnitten kauft, dann liegt schon in der Bedeutung von dem Wort frisch, dann ist das natürlich ganz, ganz knackig. So. Und ich würde auch, mit Moos bekommen wir natürlich ein tolles Volumen. Das heißt, ich nehme immer mit der linken Hand, lege ich immer die Zutaten an, ja, wickel die hier rein und kann das auch sehr schön mit Moos festwickeln. Ja. Dann nehme ich die nächsten Materialien. Ich muss mir auch überlegen, was ich alles reinwickel, wie ich das aufteile auf den ganzen Kranz. So, und dann kann ich immer schön wickeln. Das muss jetzt natürlich auch für alles reichen. Schön ist auch, wenn es hier außen liegt, ja, von der Position her, so dass der Kranz auch nach außen, dass das sehr schön ausschweift. Dann nehme ich wieder ein bisschen Wein. Moment, jetzt muss ich erstmal Moos holen. Genau, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also immer so ein kleines Polster, ja, an Moos, was man dann nimmt und wickelt. Weil je voluminöser das Kränzchen ist, desto schöner ist es natürlich und desto wertiger. Das macht unheimlich viel Wirkung. Ja, und dann lege ich die verschiedenen Materialien immer im Wechsel an. So, nehmen wieder ein bisschen Erika. Also ich würde gerade von der Erika ruhig mal ein Töpfchen mehr kaufen. Das kostet ja nicht die Welt, ja, das ist jetzt kein Riesenmaterialinvestment. Aber wenn einem dann das Material ausgeht, dann ist es sehr ärgerlich, wenn man gerade dabei ist, was zu machen und so einen schönen Kranz machen will. Das ist also immer lieber ein bisschen mehr anschaffen, um dann durcharbeiten zu können, statt nochmal einkaufen gehen zu müssen und eben nicht genügend da zu haben. Und man sieht schon, es ist also ein schöner Wechsel der Materialien. Man kann die Erika natürlich auch in einem rötlichen Farbton nehmen, ist auch sehr, sehr schön. Ich habe jetzt beschlossen, heute in Weiß. Gibt es aber auch einen grünlichen Farbton, zeige ich euch auch. Ich habe natürlich alles da, ich habe alles im Hof. Ich hatte nur einfach keine Lust, alles in den Laden zu tragen. Und deswegen zeige ich euch das nachher einfach im Hof. Da gibt es wundervolle Sorten.
mit denen ich das machen kann. So, bei dem Paprika gibt es jetzt auch zwei Arten von Paprika. Entweder die Spitzen, ja, oder diese kugeligen sind auch schön. Ich bleibe jetzt aber tatsächlich dabei dieser Spitzenpaprika, weil die so ein bisschen mehr nach außen läuft und auch dann mehr Volumen macht. Ja, das war jetzt so meine erste Wahl. Also man braucht schon ganz schön Moos, wie man hier sieht, ne? Das, was man immer so als Basismaterial dazwischen wickelt. Aber es ist ein traumhaftes Kränzchen. Und bewusst habe ich jetzt auch nicht die größte Größe gewählt. Das habe ich extra gemacht. Zum einen, ich will natürlich auch nicht, dass das Video ewig dauert. Ja? Und je größer der Kranz, desto länger brauche ich. Größer könnt ihr das selber in Ruhe zu Hause für euch machen. Egal in welcher Größe. Das ist auch ein wunderbares Geschenk für die Herbstzeit jetzt. Wenn man Freunden was schenkt. Und da eine tolle, passende Kerze dazu rein. Ja, bei dem Moos, man sieht, ich nehme immer so ein, ja, so, ich sag mal, wie so ein Fleckchen Moos, was ich dann drauf mache und wickel. Und es ist immer so ein kleiner, wie so ein kleiner Puffer hier dazwischen. So, ne. Ich hätte ein bisschen, manchmal könnte man gleich ein bisschen mehr nehmen. Oder man nimmt einfach so einen Streifen, ja, und nimmt den Streifen. Dann macht man sich natürlich weniger Arbeit. Legt dann wieder was Fruchtiges an. Wieder ein bisschen wilder Wein. So. Der hat oft so verschiedene Ärmchen, die muss ich natürlich auch mal teilen. Lässt sich auch gut einfach so abzupfen. Ja, das war so ein bisschen Fleißarbeit, Kränze wickeln. Aber selbstgewickelte Kränze für die Herbstzeit. Und auch lassen sich natürlich auch weihnachtlich umgestalten. Ja, da kann man einfach ein paar frische Materialien rauszupfen und kann dann Weihnachtliches reinmachen. Also auch das ist möglich. Kränze sind im Herbst und für Weihnachten sind traumhaft schön und erfreuen sich größte Freude. Interessanterweise mehr bei den Damen, weil wenn die Herren in den Laden kommen und ich sage, ach, wollen Sie nicht einen tollen Herbstkranz für Ihre Frauen, sagen sie, nee, ich will einen Strauß. Also die Männer wollen keine Kränze und ich sage, mein Spruch dazu ist immer, die Frauen kaufen Kränze. Und die Männer kaufen Sträuße. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären. Aber es ist tatsächlich so, es ist so ein Erfahrungswert, dass Männer eigentlich keine Herbstkränze oder keine Türkränze und so. Das ist alles eher Frauensache. Ist lustig, oder? So. Immer wieder ein bisschen Früchtchen dazu schneiden. Dann brauche ich natürlich wieder ein Stück Moos. Ich weiß schon, warum ich so eine große Mooskiste mitgebracht habe. So, also jetzt habe ich mich fleißig vorangearbeitet mit dem ganzen Kränzchen und wir haben uns gerade beim Thema Moos über einen ganz interessanten Aspekt hier unterhalten, während ich die Musik eingespielt habe. Also Moos ist eigentlich ein sehr, sehr haltbares Material,
Aber es hält nicht, wenn es feucht ist. Und dann am besten ist es, wenn man feuchtes Moos hat, dann muss man das irgendwo im Keller oder im Dachboden oder so wirklich in solchen flachen Platten auseinanderlegen, trocknen lassen. Also dieses Moos hier, das ist jetzt strohtrocken. Und wenn das so schön getrocknet ist, dann hält es auch ganz toll und dann hält es unbegrenzt. Das ist eine super Sache, aber es darf nicht feucht sein, ja, weil dann vermodert es und das ist eigentlich total schade. Und wenn das so getrocknet wird, dann hält es unbegrenzt und man kann das ganz toll verwenden, weil dieses Moos hier ist auch trocken. Ja, man sieht es auch ein bisschen daran, hier ist natürlich habe ich hier schön Dreck auf meinem Tisch, ja, aber das ist alles getrocknet und das kann ich auch, dadurch kann ich das auch super verarbeiten. Also das so als kleiner Tipp, wie man Moos am besten ja, für haltbar macht. So, ich habe jetzt immer so ein bisschen was dazwischen geschoben. Ich bin jetzt natürlich so an der letzten Stelle, wo ich in meinem Kränzchen ja, die Materialien reinwickel und hab auch den Übergang. Also entweder man klebt eventuell noch ein bisschen was rein, wenn man das nicht schafft zu wickeln, oder man macht einfach das Band, wo man den Kranz aufhängt. Man macht das einfach über eine Stelle, wo er vielleicht ein bisschen dünner ist. Das kann man auch gut machen, aber man kann auch mit dem Heißkleber ein bisschen was ankleben. Das geht also auch wunderbar, aber das ist natürlich doch so eine Stelle, ja, so eine kleine Stelle, die man immer ein bisschen überbrücken muss. Bin ich jetzt auch gerade dabei, bemühe mich, dass es keiner sieht, wo der Kranz anfängt bzw. aufhört. Ja, ein bisschen tricksen und muss jetzt auch wieder den Draht zumachen. Das heißt, ich nehme den Finger. So, ein wilden Bein habe ich schon hier kaputt gewickelt. So, nehme den Finger, mache eine Schlaufe und gehe mit dem Draht wieder in die Richtung, aus der ich kam. So, habe dadurch jetzt zwei Enden und kann die einfach miteinander verdrehen. Ganz einfach. So, und habe dadurch den Draht sehr schön fixiert. Und der ist jetzt fest, der geht also nicht mehr auf. So. Mein Draht immer schön fest am Rand der Spule festmachen, ja, halte ich hier fest und ziehe den hier an den Rand der Spule rein. Ganz wichtig. So, und man sieht jetzt, also ich habe jetzt tatsächlich, das eine war jetzt, da war nur noch ein Rest dran, aber ich brauche doch mehr als eine Erika. Ich habe gerade darüber auch gesprochen, man braucht doch relativ viel Moos. Also ich würde schon so Minimum ein so ein Lappen, eher mehr, ja. Habe auch einige Stiele an Paprika schon. Ja, ist immer gut, die waren jetzt auf dem Boden. Also habe jetzt 4 Stiele Paprika, der ist fast leer. Also 5 Stiele, die gut besetzt waren, mit Paprika gebraucht. Den wilden Wein habe ich nicht gezählt, sorry. Das also ist doch einiges, brauche einiges. Und es war jetzt in Anführungsstrichen nur ein kleines Kränzchen. Ich sehe jetzt hier ganz klein wenig meine Stelle, an der ich es zugewickelt habe. Ja? Hier, und was ich hier jetzt machen kann, ich habe ja noch 2 Paprika und ich habe auch noch ein bisschen Moos. Die wird jetzt einfach mal kurzerhand, so, Moment, ich habe keinen Heißkleber mehr. Heißkleber und Klebesticks sind für diese Arbeiten immer unerlässlich. So, mach noch ein bisschen Heißkleber, mit Heißkleber ein bisschen Moos drauf. So, nicht die Finger verbrennen, Achtung. Kann hier noch mal ein Stück Paprika reinkleben. Ich glaube, am Schluss sieht nämlich gar keiner mehr, wo der Anfang war. Und also wenn man hier mal anfängt, noch Paprika reinzukleben oder ich sag mal kleine Stellen auszubessern, dann kann man natürlich noch sehr lange machen. Aber einmal mal ein bisschen drehen und keiner sieht mehr, wo der Anfang ist. Ja, und die Erika macht eigentlich auch so einen schönen, lebendigen Charakter. Finde ich total klasse, ja, bringt so ein bisschen Leben rein. Und optional, so, ich mache ein bisschen Ordnung zwischendurch. So, man kann das jetzt natürlich das Ganze an dem Band aufhängen, an der Haustüre. Und man sieht auch hier jetzt den
den Größenunterschied zwischen dem anderen. Der ist natürlich schon eine Nummer größer. Ist aber auch sehr schön mit den Paprikas gemacht. Der andere hat übrigens beide Paprikaarten. Ja, hat eine andere Erika. Also ich fände dieses Kränzchen jetzt ohne Erika lang nicht so schön wie mit, weil ich mag das so schön, wenn das so luftig ist. Und dann gibt es noch eine Sache. Ich habe jetzt hier diesen wunderschönen Efeu, was ich auch noch optional machen könnte. Ich könnte noch dem Kranz noch ein bisschen mehr Volumen geben, indem ich eine Efeu-Ranke drumherum arbeite. Ja, da kann man ihn natürlich noch ein bisschen grüner machen. Das Ganze kann man dann mit so Metallkrampen fixieren. Ich lege mal eine hier auf den Tisch, dass man die sieht. Das sind diese Krampen, mit denen man den Efeu festkrampen kann. Ist optional. Ich finde ihn schicker und feiner, wenn ich die Efeu-Ranke weglasse in dem Fall. Aber das war jetzt das Video mit dem ersten Herbstkranz. Ich habe ganz tolle Herbstkränze schon gemacht und da zeige ich euch auch nochmal die Videolinks und blende euch das dazu ein, weil ich glaube, ich habe jedes Jahr eine Fülle von Herbstkränzen und es sind ja Evergreens, weil Herbst ist jedes Jahr und sie sind einfach immer wieder schön. Und dann habe ich auch noch einen Holzstapel, ja, ich habe Holz vor der Hütten, nennt sich das Video, und da habe ich den Herbstkranz dran gehängt und das ist auch ein Video, das ist auf sehr große Begeisterung gestoßen, weil wenn man vor einem Holzstapel so einen Herbstkranz dranhängt, dann ist das eine richtig malerische Deko und das ist ja unbeschreiblich. Das haben also auch viele, viele nachgemacht. Und das zeige ich euch auch nochmal. Es gibt einfach ganz viel zu gucken in meinem Kanal. Und es gibt immer wieder auch alte Videos, vermeintlich alt, aber Videos, die wirklich so toll sind und auch so viel geguckt wurden. Das muss ich euch immer mal einblenden, diese Rückschau, weil auch die Ideen von damals, die würde ich auch sofort wieder zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich auf ganz viele Daumen. Ja. Und sag einfach für heute tschüss und viel, viel Spaß beim Nachmachen, beim Jagen nach allen Materialien, diesen tollen Sachen. Und ja, bis bald. Ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss.